Warum? Weil unsere Spieler alle halb tot sind. Du musst nicht immer das drücken, was ich schon drücke. Ich hab gerade gar nichts gedrückt. Ich hab einmal rechts gemacht. Soll ich jetzt drücken oder was? Ja, du darfst machen, ist ja dein Team. Du bist eine Zicke. Ja, guck doch erstmal, wie die Ausdauer aussieht. Der Kerl ist grün. Okay, ist einer ist gelb, ja. Was ist mit dem? Achso, der ist dunkelgrün. Der ist voll. Er hat sich nicht bewegt, das Spiel. Er steht da einfach rum. Hast du echt deinen Spieler gefunden, der stolpert? Nein. Heute sind irgendwie alle schön. Drauf. Ich find's cool, dass er mich einfach aus dem Stand überrennt und dann, ins Aus weiter rennt. Oh Gott, ich kann rennen. Ich muss das ausnutzen. Ich laufe noch ein bisschen weiter. Lauf mal einen Schritt runter, danke. Und spielen uns. Nein, doch nicht. Ja. Unglaublich, die Ballbehandlung. Das ist. Das war Schimala. Aber der kann wenigstens schießen, auch wenn er nicht laufen kann. Ein Kopfballduell. Ein Kopfballduell. Ja. Ich wollte in den Zweikampf gehen, nicht den Ball erobern und ihn wegschießen. Das ist aber das Problem gab es auch schon bei FIFA 12. Na, 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 na. Wow, das ist ein Katastrophenspiel gerade. Jetzt Zuschauerheim könnte das blind besser spielen. Hier rechts, ich bin. Ja, dann wäre halt so, dass. Sobald in Richtung unser Tor geht. Das war nicht der Spieler, den ich anspielen wollte. Hallo, Traumpass? Traumpass? Mach es, mach es. Warum passt du jetzt? Was soll ich denn sonst machen? Von da unten aus schießen? Ja. Komm, mit den Leuten. Genau so machen wir immer unsere Tore. Außerdem warst du allein vorm Tor, warum drückst du überhaupt was? Ja, du hast dich nicht bewegt. Irgendwas muss ich tun. ja. Wunderbar. Yeah! Siehst du, deswegen schieße ich nicht. Ich habe immer noch die Hoffnung, dass ich den Gegenspieler anpasse und der Ball aus Versehen ins Tor rollt. Ach so. Das ist deutlich, die deutlich sicherere Variante als wir schießen ein Tor. Hier, Ball. Wunderbar. Summen wir es mal über die Mitte, nicht mal über die Außenbahn. Oder halt doch über die Außenbahn. Du standest zu nah bei mir, ich kann nichts machen. Weg! Hand? Hä? Was? Warum hat er jetzt reicht aus? Keine Ahnung. Ich habe mich böse gefahren. Diese Ballbehandlung. Ball! Ich stopp ihn am besten mit meiner Pickel. Oder? Der rechte ist das dann. Der Zufki Duftski. Tufski, Pufski, au. Alter, dann passt doch halt weg. Oder schieß halt weg. Meine Güte, Hauptsache weg mit dem Scheiß. Nein! Ich dachte gerade, der Ball kommt nicht. Das wäre mal so cool, wenn du den Ball so in die Kamera reinschießen würdest. 3D-Effekt wäre auch was. Das nächste FIFA bitte in 3D. Mit Brille und so. Oh ne, da ist ein Randspieler. Ich bin abseits eigentlich. Aber der Assistent hebt nicht die Flagge. Fahne. Bam! Eckball! Ja, das ist so gut so, ja, das passt. Das ist ja nicht so, als würden wir auch nur ein einziges Kopfballduell jemals. Ja, oh! Du warst am Ball? War ich? Wahrscheinlich, ne? Hab's nicht gesehen. Ja! Super! 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 Nicht so super! Das ist ein Witz! Das ist ein Witz! Wie, ihr sollt einfach wegrennen! Also das ist dann halt echt scheiße. Ja. Da kannst du einfach nichts machen. Wenn der das halbwegs, das war nicht mehr Absicht von dem, dass er so spielt. Aber weil Kopfballduell mal wieder im Mittelfeld war und unserer nicht mal zum Ball gehen kann, weil, oh, ich habe ja einen kleineren Wert. Und zack. Keine Sorge. Na dann. Wenn jetzt das scheiß Schild da unten mal weg wäre, würde ich auch mal was sehen. Okay, wir haben Einwurf in der gegnerischen Hälfte. Warte mal. Machen wir noch nicht. Werf mal jetzt hier zu mir. Zu welchem? Ja, zu mir! Werft zu mir, zu welchem? Haha. Nimm. Nicht. Das ist unglaublich. Jetzt fällt ihm auf einmal auf, dass seine Spieler alle schneller sind. Ich dachte gerade, ey. Nee. Hat aber lange gebraucht, um zu merken, dass seine Spieler laufen können im Gegensatz zu unseren. Und mit Ball sogar. Aber geht immer nicht zum Ball. Aber es ist ja eigentlich auch egal, weil ich gewinne 2-2 Kämpfe und er trotzdem den Ball. Hallo?
Hast du das gesehen? Ich hatte den Ball und er hat ihn mir einfach. Er hat mit. Der Ball war an meinem Fuß, er hat den Ball gespielt. Ja. Er ist mit dem Ball gelaufen, an meinem Fuß dran. An deinem Fuß dran. Hey. Ich freue mich schon auf die Tage, wenn ich gegen dich spielen darf. Warum? Kann ich dich fertig machen? Gewinnen, hä? Ja. Okay, cooler Pass, oder? Interessant. Ey, jetzt laufen unsere Beine so, dass er auf keinen Fall den Torwart attackieren kann. Ich find's viel geiler, dass der Torwart einen Zweikampf gewinnt. Naja, der ist goldener. Der ist ein besserer Stürmer als unsere Stürmer. Was? Cool, dass unsere Spieler einfach weggehen und zwei da allein stehen lassen. Och, jetzt hab ich auch keinen Bock mehr. So. Können wir wieder einen Ball haben. Alter! Das ist hammergeil. Ich wollte klären, tut mir leid. Da war sein Kopf dazwischen beim Klären. In unserem Strafraum. Das habe ich auch noch nicht gesehen. Alter. Die wurschteln sich einfach durch. Ohne irgendwas zu machen, kommen sie durch. Ja, genau. 4 Anspielstationen, ich passe nach vorne. Oh, ich passe den Gegner. Das hast du super gesehen. Und jetzt geht meiner nicht an den Ball. Doch, er geht. Drück. Nein! Nein, das kann nicht wahr sein. Ja, immerhin. Nicht zu weit, höchstens so halb aufgeladen. Noch ein bisschen rechts. Ja, oder nicht? Nein! Ach, jetzt komm! Ja, drück einfach auf Schießen, drücken. Welch Witz was? Oh Gott. So, haben wir das letzte Tor gefangen. Ja, gut gesehen. Hier stehe ich. Ich wollte den Ball eigentlich abnehmen, das war mein Hauptziel. Hallo? Ja, wie geht's? Mies. Na schön. Zum Ball immer gehen, wenn der Ball zu dir rollt. Gut so. Jetzt klaut er echt noch den Ball. Das gibt's einfach nicht. Also aus dem Stand immer, ne? Wir sind voll im Vollsprint. Oh, da ist ein Gegner. Ich nehme mal gerade den Ball mit. Ja, da kommt was auf uns. Nein, mein Ball. Rein. Ja. Alter. Ach, Schiri, schön, dass du dir unser Trikot anmerke ich gerade. Ah, ja, stimmt. Ey, das ist unglaublich. Diese 3-Meter-Beine, die immer kriegen. Als hätte er sich gezerrt. Kann der unten nochmal aufhören, die Abseitsfalle aufzuheben? Der Einzige, den wir nicht spielen, der rennt dann mitten im Strafraum rum. Ja, wozu auch festhalten. Ich gehe jetzt auf volle Offensive. Wir haben nämlich nicht mehr viel Zeit. Ja, ist aber auch egal, weil... Vielleicht hätten wir doch nochmal wechseln sollen. Nö, das liegt ja nicht irgendwie an unserer Ausdauer, sondern an der Geschwindigkeit, die unsere Spieler gehen können. Wow, Torwart. Wow. Ein Ball? Ich lasse mal durchgehen, da passiert schon nichts. Können wir mal einen Kopfball bei gewinnen? Das wird so viel helfen. Ja, wir liegen ja nicht hinten. Warum solltest du auch irgendwie dich beeilen? Das wär's ja noch. Ich mag es, wie du dich gerade aufregst. Schieß nicht unsere Einwechselspieler ab, hallo? Die werden eh niemals Fußball spielen. Jetzt haben wir schon wieder ein Spiel verloren gegen einen, gegen den wir nicht verlieren dürften. Noch haben wir nicht verloren. Dann lauf auch, ja, wenn du den Ball kriegst. Er läuft ja nicht, das ist ja das Problem, Mann. Hat die Ball nicht ordentlich angenommen. Hier rechts. Das wäre so geil. Okay. Ja, ey, wie der läuft. Wie jemand, Ecke. Der einfach nie laufen gelernt hat. Ecke. Und die letzten Ecken waren schon knapp. Jedes Mal landet der nächste Ball bei ihm. Oh, nee. Ein schönes Spiel ist das. Jetzt reg ich da nicht schon wieder so. So, jetzt essen wir erstmal was. Immerhin gab es diesmal Münzen. Richtig, wir können auch einen Booster ziehen, dann essen wir was. Genau. Und dann spielen wir hier noch ein bisschen weiter. Und du willst dann, jetzt nicht auf dir sitzen lassen, ne? Du willst aufsteigen. Ich will aufsteigen, aber sowas von. Kackspiel! Scheißspiel! Nee, macht ja eigentlich Spaß, wenn die Gegner nicht irgendwie Goldspieler ja, also hätten. Das finde ich, die sind teilweise schon so ein bisschen. Oh, wir können uns gar keinen Dingsbums-Booster leisten. Könnten uns mal wieder ein Bronzenes holen? Ja. Damit wir Verträge haben, weil irgendwann laufen die aus. Ja. Können uns einfach 3 gute Bronzene holen. Ja, dann machen wir es doch so. Jo. Vielleicht haben wir Glück, ist irgendwo ein freier Booster drin. Thiago? Der war doch eben beim Gegner, oder? Ich wollte gerade sagen. Oh, guter Verteidiger. Ist doch schön. Aber
nur so blöde Innenverteidiger. Ich bräuchte mal einen Linksverteidiger. Ich glaube, ich gehe gleich mal einen suchen. Was war das? Wappen müssen wir auch wechseln, ne? Mhm. Wiener Neustadt. Nee. So weit kommt's noch. Heimtrikot wollen wir auch behalten. Fürs das Erste. Packen wir mal rein. Warum? Warum nicht? Die Sachen setzt du ein, ich hau die mal weg. Die Verträge würde ich beide reinpacken, also drei, alle drei reinpacken. Ja. Den Arzt natürlich auch. Ja, und sonst, weiß nicht. Die Spieler? Ich weiß nicht. Das linke Mittelfeld auf keinen Fall. Ganz ehrlich, ich habe mehr zentrale Innenverteidiger als sonst was. Mhm. Es gibt nochmal 92 Münzen. Immerhin. Kann man uns wirklich drei Premium leisten. Ja, dann sind halt ist das mit den Verträgen, glaube ich, auch noch nicht. Mhm. Was war da drin? Irgend so ein Dani Milano oder wie der hieß. Das ist ja unglaublich. Oh. Malo, Dani Malo. 64er Torwart, das ist so 58er toll. 58er ZOM. Hm. Auch miserabel. Ja. Also der wandert auf jeden Fall mal in mein Tor. Packen doch einfach auf den freien Kaderplatz da rechts, den du immer außer Acht lässt, weil du lieber Leute direkt verkaufst. Sehr schön. Das kann man voll ignorieren. Den Trainer brauchen wir auch nicht, oder? Nee. Den kannst du wieder reinpacken. Ärzte sind immer gut. Vertrag klar. Ja. Das benutzen wir auch mal. Was haben wir denn hier? Schwarzes Auswärtstrikot. Dann haben wir halt echt gar nichts mehr. Aber weißt du was? Scheiß drauf. Ja. Muss sich halt der blöde Gegner anpassen. Oder wir können dieses blaue Heimtrikot nehmen. Nee. Das Wappen ist auch scheiße. Ja. Gucken, vielleicht ist im nächsten noch was dran. Schade, dass unsere Wappen alle so cool aussehen, die wir am Anfang jedes Mal kriegen. Ja. Ich freue mich schon auf mein Wappen. Aber ich freue mich wieder gegen dich zu spielen, das wird toll. Immer jede Woche 10 Spiele machen und dann gucken, wie die Teams sich verändert haben. So, was gibt's hier? Nichts. 50-50, ach du Gott. Immer noch ein paar Verträge. Ein Stadion. Ja, endlich. Ich mag uns das ja nicht mit dem Schatteneffekt. Deswegen. Gibt's oft, ne? Der Europark. Und wir haben Sanderson Park, aha. Ja gut. Sieht schön aus. Sehr ländlich. Interessantes Trikot. Sollen wir das nehmen? Können wir machen. Jetzt sieht man wieder Unterschiede. Ja. Wir haben Ball frei gespielt, aha. Rechtsverteidiger. 52. Ich brauche einen Linksverteidiger. Ja. Mal abgesehen davon, dass er 52 hat. Jetzt sind wir wieder vollgebracht, ey. Jo. Gut. 110. Dann kannst du gerade noch dein Team umbauen, wenn du irgendwas umbauen kannst. Ja. Gab's da was? Den Torwart. Du kannst ja noch gerade so diese Power-Ups reinpacken und dann machen wir kurz Essenspause. Ich spiele noch ein paar Spielchen. Ja, ist gut. Du musst R1 drücken und dann hinterher den anderen Manager reinpacken oder gerade seinen Vertrag verlängern. Yay. Genau, wir hatten diesen coolen Torwart. Da und der eine Verteidiger. Flöten. Was, ja. Verteidiger? Ja, der fehlt Vertrag. Achso, das meinst du? Ja. Wir haben ein paar Verträge. Schön. Also du. Haha. Ist ja dein scheiß Team. Ich manipuliere dich einfach jetzt die ganze Zeit und mach dein Team immer schlechter. Oh ja. Warum macht das die Chemie noch schlechter? Ändert also. Doch gar nicht, oder? Hm? Ändert doch gar nichts dran. Doch, okay. Achso, weil die Engländer in der Mitte trennst. Du könntest einfach den linken Spanier da mit dem rechten Innenverteidiger tauschen, dann sollte sich da nichts tun. Sondern nur ordentlich verbessern. Super gemacht. Warum verbessere ich dein Team? Nein! Und jetzt? Ich weiß auch nicht. Lass die Zuschauer doch von deinen Gedanken teilhaben. Gedanken? Sowas besitze ich nicht. Achso. Schmeißen wir dann mal hier so rein.
Und dann haben wir einen ZDM, einen 60er. Besser als der LM. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, du verbrauchst sehr viel Zeit, ja? Meine Güte. Du wechselst da in der Bank rum, was machst du da? Ja, ich mag das halt, wenn das alles schön ordentlich ist. Okay. Stürmer brauchen wir auch noch. So, fertig. Fertig, so, gut. Nachdem der Tri-Sender jetzt hoffentlich gleich mal was gegessen hat und nicht mehr die ganze Zeit nur am Rumleckern ist. Ja. Vielleicht verbessert sich dann seine abartige Laune. Ich habe jetzt schon Angst, das nächste Spiel mit ihm zu spielen, weil wenn wir da wieder ewig zu failen. Meine Güte. Ja, wir sagen dann erstmal Tschüss, bis gleich und wir gehen jetzt was essen. Bis dann.